Das waren aber jetzt nur 18 Leute. Also müssen wir nochmal üben. Hallo, ich bin Tom. Ja, schon mal sehr schön. Wer jetzt glaubt, ich habe Ihren Namen verstanden, beirrt ein bisschen in der Richtung. Bevor wir dann gleich anfangen zu dem Warm-up, denkt bitte dran, wenn die Kamera auf euch zugeht. Guck mal, hier unten testen wir schon mal. Nicht so wie jetzt, oh, meine Haare, ganz schnell. Guck mal, Emi, ne, so. Und dann guckst du nach vorne, als wenn hier der Papst hier Striptease macht oder was auch immer. Bitte auch nicht gerade in die Nase popeln. Das kommt nicht so gut in Wirklichkeit. Weil dann haben wir zu viel Material, was geschnitten werden muss. Das wäre dann nicht so gut. So, ich habe gesagt, ich möchte euch noch, bevor ich dann gleich in 5 Minuten die Bühne verlasse und ihr ein Warm-up seid, ihr seid dann richtig Warm-up, habe ich noch eine kleine Überraschung von euch. Wer von euch kennt alles Howard Carpendale? Einfach mal Hand hoch. Nur von euch paar ist der so reich geworden. Gut, wer von euch hier, meine 20 oder so, wusste denn, dass Howard Carpendale der Toupet-Träger war? Hand hoch. Nee. Du weißt auch alles, ne? Genau. Howard Carpendale war nämlich Toupet-Träger, ist kein Scherz. Und er hatte damals dann keine Lust mehr gehabt auf sein Toupet, hat es dann weggeschmissen. Und dann stand er in Bonnenberg-Godesberg auf dem Bahnhof, wollte gerade nach Brunsbüttel zu einem Konzert und er musste so dringend auf die Toilette. Jetzt wollte er nicht über die Schienen schiffen, weil da stand eine ältere Dame aus seinem Fanclub. Da hat er sich gesagt, er geht mal aufs Herrenklo dort. Tja, was soll ich sagen? Er hat da sein Toupet wieder gefunden. Es hat in Bonnenberg-Godesberg auf dem Bahnhof ein Jahr als Wischmopp auf dem Herrenklo überlebt. Aber jetzt kommt es doch viel schöner. Da nahm er seine Perücke wieder, setzte sich in den Zug, fahr mal einfach ab bitte, und schrieb dann folgenden Hit. Hello again, ne? Das dauerte etwas länger, bis der Hit kam. Wir haben ja zum Glück noch Zeit. Technik. Ah, da. So, er nahm seine Perücke, schrieb folgendes Lied. Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Ich will dir in die Augen sehen. Viel zu lang war die Zeit. Jetzt gehen die Arme nach oben. Alle Arme gehen nach oben. Dann nahm er seine Perücke, setzte sie auf und schrieb diesen wahnsinnigen Hit. So schön den Arm, das sieht ganz toll aus. Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für dich. Kaum war, dass ich ein anderer bin, als der, der damals von mir ging. Ich geh die Straße lang wie immer. Da ist noch Licht in deinem Zimmer. Ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen. Wie damals werde ich einfach sagen, hello again. Ich sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Dort, wo alles begann. Sie wurden zensiert. Und ihr heute in Wischlingen werdet ihr ihn zum ersten Mal live hören. Wollt ihr die Originalstrophe hören? Die ging so. Von meinem Hand springe ich zum Flug. Ich war die Scherze lang vorfruh. Doch wie kann ich nur so sicher sein? Vielleicht hab ich ja nicht mehr Angst. Es wollte schon das Bein herunter. Ich glaub, ich werde nicht mehr munter. Verdammt, doch kein Papier mehr da. Dann nehm ich die Perücke, ja.
klatschen. Wenn ein Künstler vorbei ist, immer klatschen, immer schreien. Wenn ein Künstler angesagt wird, immer klatschen, immer schreien. Außer ihr habt gerade ein Bier in der Hand. Dann bitte nicht klatschen, das freut nicht den Nachbarn in der Richtung. Oder ihr habt gerade Bier getrunken, auch nicht sofort. Das freut den Nachbarn auch nicht. So, jetzt kommen wir nämlich schon zur Endphase hier des Warm-Ups. Das heißt also, ihr seid jetzt alle schon richtig heiß. Wir haben jede Menge tolle Künstler hier heute Abend. Das weiß ich, einer jagt den anderen viel, viel Bramborium hin und her. Tolle Show wird euch geboten hier. Habt ihr überhaupt eine Lust? So, und wenn ihr jetzt nochmal Ja schreibt, dann müsst ihr einfach die Arme nach oben schreiben. Ihr müsst richtig zeigen, ja, ich hab Lust. Nicht so wie, macht deinen Scheiß allein da vorne. Dafür bin ich nicht da. Habt ihr Lust? Ja! Sehr schön. Ich habe gehört, Dortmund hat gewonnen. Sind denn Dortmunder Fans hier? Jetzt muss man also fair sein. Sind denn Schalker Fans hier? Das ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Mann, ich bin heute Morgen 500 Kilometer gefahren, also ist doch vollkommen egal. Schönes Spiel gewesen. Also, jetzt zum Abschluss und nochmal zur richtigen Übung. Hauen wir nochmal richtig hier. Laut schreien, laut klatschen. Wir üben praktisch, wenn nämlich gleich diese Ansage kommt. Meine Damen und Herren, grüße Rechte zu 15 Wochen. Meine Partie hier sind eure Kunden oder Nicole Kruse und keine Sorge. Dann müsst ihr nochmal richtig Gas geben. Also, auf drei. Schreien, klatschen, was das Zeug hält. Wir üben noch einmal. Und dann, verspreche ich euch, geht's gleich los. Eins, zwei und Gas! Halt, 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 halt. Da drüben stehen welche. Aber ihr habt bezahlt, ihr müsst klatschen. Sonst singe ich Blaubild der Enzian zwei Stunden lang. Oh ja! Aber nur die erste Strophe, die kenne ich noch nicht mal richtig. Also ein letztes Mal. Eins, zwei, drei. Wow. Also ihr seid ein tolles Publikum. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Ihr seid Warm-Up. In diesem Sinne sehen wir uns später mal. Euer Tom. Bye, bye.